Linie und kurz abschalten wäre schon wichtig. Sehr gut. So, auf geht's heute Abend. Freiburg mit dem ersten Ball. Gleich mal sauberer Abschluss hier. Und akustisch würde ich sagen, wir haben auch Gästefans da. Die haben sie ja irgendwo eine Tröte, habe ich jetzt gerade gehört. Ja. Also da Freiburg wird hier bestens eingestellt sein auf die Angels. Schwierig. Entweder gleich oder der war zu spät. Ja. So kann man mal anfangen als Gast. Zwei Schuss, zwei Treffer auf Freiburger Seite. Die Angels gruben sich noch ein. Ja, das war ein schöner. Ja, aber die Angels sind die letzten Partien auch relativ schlecht immer in die Partie gestartet. Also das setzt sich hier heute wieder durch. Wir haben da so eine Starting Five, die wird nach 3 Minuten ausgewechselt und dann müssen die kommen und das wieder ausbaden. Ja, also ich sagte es ja schon mal häufiger. Was haben wir? Aha. Nicole Brochlitz, auch Player genannt, war da wohl über der Linie. Kriegt eine Warning, das nächste Mal gibt es einen Tee. Das haben wir ja schon häufiger gehabt, diese Saison. Ja, das scheint die Spezialität der Schiedsrichter zu sein. Und ich habe leider in Berlin, das war natürlich auch größenmäßig ein absolutes Easy-Ding gegen Brandy. Da brauchen sie den Ball gar nicht nach unten nehmen. Annika Solter überragt da gefühlt alle auf dem Feld. Ja, das war knapp. Nice. Sehr schöner Beruf da von Britta Daub, die Nicole Brochlitz noch anwirft. Ja, nochmal zur Starting Five, weil du das eben wieder erwähnt hast. Ich habe hier in letzter Zeit ja auch immer mal wieder davon gesprochen, wie die Starting Five oder wieso die Starting Five der Angels so aussieht, wie sie aussieht. Hier war ein Foul beim Rebound, war Leonie richtig? Ja. Ich habe vorhin kurz zum Coach von Freiburg Hallo gesagt. Habe ich gesehen. Ich habe erst gedacht, es ist Pat Bear von hier oben. Bei dem einen oder anderen, der schon länger dabei ist und vielleicht noch eine Ahnung hat, wer ich gewesen sein könnte, sage ich so gerne mal Hallo. Schöner Pass. Jawohl. Und er meinte ja, stürmische Anreise, alles in Ordnung. Und Soltan heißt er, glaube ich, das Orkantief, das uns gerade hier so Soltan. Ja, stimmt. In Atem hält. Er fürchtet sich noch mehr vorm Heimweg, aber wenn seine Eisvögel hier so weitermachen, dann braucht er sich davor nicht zu fürchten. So, Erika Davenport mit dem ersten Punkt für Nördlingen von der Linie. Auch den zweiten macht sie rein. Und ich hoffe, jetzt werden weitere folgen. Ja, die Angels Defense ist immer einen gefühlten Meter zu weit weg. Ja, auch da war sie gar nicht wirklich so. Sehr schön gemacht. Oh, war das wirklich schön wieder. Come on. Ja. Da war sie jedenfalls lange mit Ball in Hand unterwegs und ob sie da wirklich das Standband vielleicht aufgelöst hat, aber er steht direkt dran, Danny. Ja, lassen wir es mal so stehen. Da wieder ein Schuss und
So, und mal ein Rebound auf Wertlinger Seite. Schöner Pass. Ja, so, Schock bei 5. Schafft sie Erika gut so. Noch ein Foul gezogen, war schon knapp und war auch eng. Standen hier auch ein paar Mitspielerinnen fast ein bisschen im Weg mit ihrer Verteidigung. Da ist jetzt das zweite für Annika Soltau schon nach 3,5 Minuten. Folgerichtig bekommt sie jetzt auch ein Päuschen. Ja, nur Punkte von der Linie bislang für die Angels. Die Eisvögel-Defense steht da auf den Flügeln bei den Damen. Sehr schön. Oh, alle auf dem Weg nach vorne. Gut gemacht. Schön gespielt. Aber doch, das ist schön gespielt. Ja, da ist Brandy mit dem Dreier noch beschäftigt. Jetzt kommt die Auszeit der Angels. Ja, die Ringe nötig ist schick. Ja. Möchtest du nicht? Ja, die sollen ja nicht hören, wie du über sie stimmst, sondern ich will ja nur hören, was sie sagen. Ja, ist klar. Ja, Freiburg macht da den Angels von ersten Sekunde des Angriffs das Leben richtig schwer. Ja, haben sie gut gemacht. Hätte vielleicht Eni auch schon abschließen können. Aber war auch ein super Steckpass da zur Baseline. So, und nach wie vor kein Punkt aus dem Spiel für die Angels. Ja, bisher sind auch alle Punkte von Erika, oder? Sie steht doch jetzt zum... Wir zum dritten Mal an der Linie. Und verwirft zum ersten Mal. Ja, jetzt steht es zwischen den Eisvögeln und Erika Deffenbart 5:0. Das ist natürlich, das geht nicht, dass man da... Aber das war auch in Berlin so. So da lange braucht, bis man da zurückkommt in die Defense aus dem Einwurf raus. Also, puh. Benny McRae und jetzt Erika Davenport mit dem ersten aus dem Spielkorb erfolgreich. Wow. Ja, kann man mal also so machen. Da ist viel Selbstbewusstsein vorhanden, da wird wirklich nicht lang gefackelt und bisher auch sehr hochprozentig getroffen von außen. Ist nicht der erste Dreier, Erika, du auch mal? Oh, da ist die Antwort! Jetzt nimmt das Spiel auch irgendwie so langsam. Ja, die Angels nehmen halt auch mal teil am Spiel, ne? Ja, es wird auch Zeit. Oh, bitte nicht. Jetzt Rebound, ja. Uiuiui. Lässt sich. Da haben sie sich jetzt selber in eine unangenehme Ecke da gebracht. Ja, auf einem Freiburger Knöchel gelandet, der. Links. Ich finde es gerade so schön, wir haben ja vorhin Einlaufkinder gehabt und wir sitzen da hinten noch alle und die sind so herrlich, ehrlich und in der Gestik, meine ich. Natürlich also, nicht, aber die Hände auf die Stirn. Hände auf die Stirn und Schrittfehler. Oh nein, wie kannst du nur einen Schrittfehler?
Ich glaube, wir müssen eine Kindercam hier noch machen heute. Nee, ich fände es geil, wenn wir einfach eine Mirna Paunovic-Cam machen, weil hier ist wirklich eine Legende auf dem Spielfeld, muss ich echt sagen. Mit 46 Jahren, da darf man das Alter einfach mal verraten, steht die hier noch auf dem Spielfeld, hat eine Erfahrung für, ich weiß nicht, für wie viele Spieler, also... Hat wahrscheinlich also das ist mal so, eine viele, Säule. So viele Spiele Erfahrung wie der Rest der Mannschaft zusammen. Also, die weiß, wie es geht. Ja, ich meine, als Marburg da war, haben wir davon gesprochen, dass die beiden Dinos spielen. Ich glaube, Mirna Paunovic kann sich da mit einreißen. Ja, unbedingt. Da kommt wieder ein Jumper, den kann sie gut. Und da ist wieder der Rebound, das kann auch Soltau. Nein, das war nicht Soltau, das nee, war... Kapitza. Ja, Emily Kapitza, auch in etwa die gleiche Etage. Da ist natürlich wirklich Soltau viel Rebound-Qualität. Frühen zwei Fouls schon auf der Bank. Super Anspiel da. Ich wünschte mir... Wir könnten sowas auch mal spielen. Ich wünschte mir, man, offensichtlich ist es möglich. Ah, Mathis Rauschlapper mit einer deutlichen Ansprache. Überdurchschnittlich gut zu hören. Gut, aber wenn du jetzt nach 6,5 Minuten mit 10 hinten bist. Ja, es ist auch angebracht, das ist schon richtig. Mich wundert, dass er das Sakko noch anhat, aber das ist eine andere Geschichte. So, wir sehen auch jetzt Nico Ranta mal und Berthold. Ja. Da ist der Player. Ja, da muss Freiburg schnell sein und sie hat Glück, dass der nicht rein ist, weil Freiburg hat hier Pick and Roll gedoppelt und dann ist natürlich jemand frei. Jawohl, machen wir schnell. Da hat Lisa Bertolt im Fallen hier noch einen Assist eingebucht. Ja, und die Halle wacht auch langsam auf. Man merkt, dass man nicht nur Punkte bejubeln kann. Das wäre ein super Pass gewesen. Ah, da stand aber jemand auf der Linie. Oh, wie kommt denn der Ball da noch raus? 2 Sekunden noch, jetzt ist die Uhr abgelaufen. Gut verteidigt, kein Foul. Schön gekämpft. Aber ich glaube so. Ne? Guck mal, wie die da mitgehen. Guck mal, wie die da mitgehen. Oh. Ja, vielleicht müssen sich die Angels so ins Spiel irgendwie reinkämpfen, wenn sie sich da mal ein paar Mal auf den Boden wälzen und richtig Alarm machen in der Verteidigung. Aber gut so. Jawohl. Schöner Flaute da von Enya Wichser, die da. Ja, hat die hier Punkte in Sachen Größen Nachteil gedacht, mache ich mal lieber. Und Anna Löffler. Die vorhin bei der Vorstellung mit Abstand den meisten Applaus bekam als Local Hero. Ja, irgendwie geht da heute noch nicht so viel in der Angels Offense. Weißer Ball. Ja, Mathis hat es dem Schiedsrichter gezeigt. Es ist klar, dass der in unsere Richtung. Ich dachte auch, Lisa hätte ihn raus, aber sei es drum. Einwurf für Angels. Hier immer doppeln. Pauline Meyer muss man nicht spielen. Macht da gut den Pass weg. So Pass muss man nicht spielen über das halbe Feld, durch die Zone.
Ah, aber Löffler da jetzt mit dem Foul. Ja, da siehst du die Cleverness von Männer. Bisschen so die, finde, Oldschool-Variante, aber sie ist so viele Jahre schon erfolgreich. Ich find's mega. Ja, kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der das nicht mega findet. Immer die Oldschool-Moves, wenn du lange genug dabei bist, dann kennen die Jungen einfach noch nicht und dann sind die Oldschool-Moves die besten Moves. Von der Freiwurflinie kann es auch. Zwei Freiwürfe macht sie rein. 26-16. Heidi Witzker, denn die haben ja schon lange nicht mehr so viele Punkte eingeschenkt bekommen in einem Viertel gegen Osnabrück. Ich glaube, ich war das mal so. Gut so. Ah, Brandy Beasley kommt doch da aus dem Aus. Und dann verlegt sie den nächsten. Meine Herren. In and out. Guter Versuch. Mit Abflug der Schussuhr. War knapp. Ja. Gut gemacht, war ein cooler Move. Sie macht das wohl gern, das unterm Brett durchtauchen. Ja, gut, wir spielen hier die letzten Sekunden aus. Macht sie gut. Ach, schön! So, für die Angels heißt es, dieses Viertel mal ganz schnell. Uns da sehr viele zuschauen, auch kurz vor Weihnachten zusammensitzen und vielleicht noch die letzte Speisekarte besprechen für Weihnachten. Also herzliche Grüße nach Freiburg. Ich war heute tatsächlich schon einkaufen, weil ich mir das für morgen ersparen wollte. Ja, und da wird alles gedoppelt. Ja, da ist nicht viel Dribbling, da muss man wirklich schnell eine Lösung finden, um den Ball rauszubekekommen. Dann könnte es erfolgreich sein und Freiburg vielleicht, entweder stellen sie es ein oder haben zumindest Probleme damit. Ja, aber die Angels Offense kommt mit dieser Verteidigung der Eisvögel so gar nicht klar. Also dieses Pressure über das ganze Spielfeld, dieses ständige Doppeln immer wieder. Die kommen da so überfallartig raus. Ja, das war knapp. Gut gemacht. Sehr schön. Ja, Danny McCray mit ihrer Athletik ist natürlich wirklich, ich will nicht sagen, unstoppable. Aber gut aufgepasst hier. Oh, das war noch ein Foul. Anna Löffler stellt da noch schön einen Block drinnen. Oder ein Block war es nicht, sie ist mitgelaufen. Ein begleiteter Korbleger sozusagen. Ja, jetzt müsste man lettisch Lippen lesen können. Das müssen wir künftig einmal machen, dann blenden wir einfach irgendwas ein, was er jetzt gesagt hat. So, Erika, du bist wieder dran. Ich habe ihn nicht gesehen, aber gehört, dass er daneben ging. Neben mir so. Ja, auch das dieses Klonk war sehr. Ja, ich glaube, die Trefferquote in Berlin war ja auch wirklich alles andere als prickelnd. Meinst du? Bitte? Von der Linie oder insgesamt? Ja, ich glaube von der Linie im Besonderen. Und ja, aber man hat jetzt gerade Danny McCray, Erica Davenport mit dem Stop in der Defense.
Jetzt sind sie auch näher dran. Schaut für mich irgendwie gerade ein bisschen besser aus in der Defense. Ja, aber du musst da sehen, Freiburg hat hier jetzt mehr oder weniger gut durchgewechselt. Also da ist beinahe ein bisschen so die zweite Garde auf dem Spielfeld. Also natürlich müssen wir da unbedingt optisch erfolgreicher sein. Ja. Gut so. Ja, okay, das wäre so ein Mittel, wenn der Ball schnell rauskommt, dann haben wir jetzt schon ein paar Mal einfache Punkte machen können. Ja, ich meine, wenn die raus spritzen und doppeln, muss irgendwo jemand frei sein. Gut so. Weiß Brand. So, Center, genau. Oh, Glück gehabt. Und jetzt. Aber sie holt den eigenen Rebound. Nicole Brochlitz. Nochmal, komm. Jawohl, here we go. Und jetzt. Outside, outside, Freiburg. An meiner Starting Five, die fünfte wir jetzt da haben. So, McRae, Beasley, ja. Davenport, Brochlitz. So und sieht's Wichsel. Aus. Vielleicht noch Mariama Selagemann irgendwo dazu. Da. Oh, zu dritt. Ja. Auch erfolgreich. Soltau ist zurück. Hat natürlich eine prima Übersicht, auch mit ihren langen Armen. Den Ball da oben schön drüber zu passen. Gut gemacht, sehr schön gemacht. Ja, gegen diese aggressive Verteidigung zum Korb ziehen und Fouls einsammeln ist nicht das Schlechteste. So, bei den Eisvögeln kommt Britta Daub zurück und Winfield. Ja, ist klar, wahrscheinlich wieder rum mit der Herrlichkeit. Da war kein Klunk dabei, das war nothing but net. Ja. Auch der zweite, da sauber von Enya Wichsel. Wechsel bei den Aces kommt Berthold für Beasley. Das war ja letzten Sonntag in Berlin ganz spannend mit den Berthold Sisters. Die haben sich da ja echt ein Beef geliefert auf ja, dem Feld. Und Lisa hat auch ein super Spiel abgeliefert. Geil. 14 Punkte, glaube ich, war bisher Season High, wenn ich. Sie sollte häufiger gegen ihre Schwester spielen. Ja, einmal werden wir es auf jeden Fall noch hinbekommen, aber. So, wieder eine Chance, den Rückstand weiter zu verkürzen. Der Angriff von Freiburg ging nicht rein. Ob sie da. Ja, sie ist auch schon reingeschaut. Also war ja. Das muss mir irgendjemand mit Ahnung von Physik mal erklären, wie der wieder rauskommen kann. Gut so gemacht. Sehr schön gemacht. So, viertes Teamfoul, Freiburg jetzt. Ich glaube, Matthias Rauschlaffer ist da noch über diesen No-Call davon gerade eben im Austausch. So, jetzt machen wir wieder die Welle für unseren Fanliebling, für Mina Paunovic. Immer gerne. Immer gerne. Hast du mit Mina Paunovic oder gegen Mina Paunovic? Ja,
die hat mich schwindig gespielt unterm Korb. Ich habe die oft getroffen auf dem Spielfeld. Das klingt jetzt nicht so, als hättest du da überwiegend positive Erinnerungen daran. Mann. Also doch, ich muss wirklich sagen, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube wirklich, dass wir ja im Vergleich positiv gegen Freiburg. Also ich meine, die haben uns immer irgendwie gelegen. Freiburg war immer toll zu spielen da in der Unihalle. Irgendwie haben wir da schon hin und wieder mal auch gewonnen. Soll vorkommen. Jawohl, das ist Lisas Ding. Guter Rebound. Oh! Hätte sie noch mal rausspielen können auch. Ja, aber Erika Davenport mit. Und das ist kein Foul! Ja gut, wenn sie wirklich auf dem Ball war, Schiedsrichter müsste es sehen, war gut so. Also, da ist ja Erika Davenport fast auf dem Rücken von Mirna Paunovic gewesen. 12 Sekunden noch. Erika bekommt ein Häuschen. Ich jetzt gerne, wo der Unterschied zu vorhin gewesen ist. Dass der Korb drin war, dass keine Verteidigung. Nein, das eine Mal war es kein Foul und jetzt war es. Also, ja, also auf dem Tisch sah das für mich sehr ähnlich aus. Das hier war sehr, sehr eindeutig. Solta mit 0 von 2. Ah, das war auch mal eng. Ja, Henja Wichsner da immer mit gutem Auge. Fade. Ah. Sehr schön. Ja. Und ich würde sagen, ja, schöner Move. Auch da wieder, also das muss dir irgendjemand mal bei Gelegenheit erklären, was da. Schön. Oh! Ausgleich! Jawohl! Ich würde sagen, jetzt ist es ein Spiel. Ah ja, diese Seitenlinie. Ja, heute sehen wir sie noch besser. Alois Jansson ist jetzt auch vorne in der Coaching-Box, sage ich mal. Der war ja bisher immer gesessen. Ich glaube. Gut so. Ja, er wartet drauf, weil er die nächste Auszeit ankündigen muss. Und die kommt jetzt. Genau wie Matthias vorhin auf der anderen Seite. Ich glaube, er schimpft mit seinem Co. Oder, also mit seinem über vielleicht manche Entscheidungen. Geil. Ja. Danke. Ja, sorry. Also, schöner Korbleger da. Das war einfach sehr viel Finger Roll und sehr viel Gefühl. Oh. Was war das denn? Ja, da ja, gut so. Zugepackt. Nein, er wird immer mehr zum Floor General hier in dieser. Da ist die Seite frei, ist keine mehr, hat sie gut gemacht. Fünftes Teamfoul gibt auch jetzt für jedes Foul Freiwürfe für die Angels. Und Erika Davenport kommt zurück für Danny McRae. Ja.
Haben wir noch einen? Oh, da war Birna Paunovic. Zu schnell. Mit einem Oldschool-Trick am Start. Und dann hieß ich, den kenne ich auch. Ja, Glück für uns. Kriegen wir noch einen. Ja, und vor allem, sie hat sich ja überhaupt keinen Vorteil eigentlich damit erschlichen. In dem Fall nicht, ne? Ja, ich glaube, Freiburg ist, ich will nicht sagen, beeindruckt, aber die stand auf der Linie. Oh, komm, wirklich? Oh, das ist auch... Ja, die Hüfte ein bisschen raus. Ist auch so ein Trick von früher, weißt du? Ja, aber... Mann, dieser Berthold hier schön gemacht. Gut verteidigt. Finger weg. Die ist irgendwie stinkig. Ja, hat auch eine Warning bekommen vom Referee. Ich glaube, weil sie den Ball angefasst hat nach dem erfolgreichen Korb. Ja, den Ball hat sie da nicht mehr anzufassen. Und hat hier gleich zum Argumentieren angefangen und es sich einfach gut sein lassen. Ja. Gut so. Heißt es nicht schön, dass jetzt beide Mannschaften teilnehmen an diesem Spiel heute Abend? Das gefällt mir unglaublich gut von Eni. Erika Davenport, Danny McRae bekommt das Foul. Gefällt mir unheimlich gut von Eni Wixler. Sie hat in Bruchteil einer Sekunde trifft sie die richtige Entscheidung. Mehrfach heute schon, wenig Fehler von ihr, wirklich sehr wenig. Auch sie ist korbgefährlich und sie sieht sehr gut, man muss sie zum Korb, man muss sie vorher werfen. Ich schaue ihr echt ganz zu, macht sie richtig gut. Du siehst also auch diesen Edelstein, den die Angels-Verantwortlichen sich da am Anfang der Saison erhofft haben. Ja. Da kannst du 1 gegen 1 gehen oder zur Nicole, der sieht gut aus. Jawohl! Gut geblockt diesmal. Und mach ihn rein. Ja, sehr gut. Ah, ist er, glaube ich, auf den Kopf gefallen. Da ist so viel Adrenalin im Körper. Oh, das ist sehr gut. Hat sie gut gemacht, dass sie sich traut. Dass sie sich traut und nicht noch den Pass versucht. Ich glaube, der wäre schwieriger gewesen. Gute Entscheidung. Ja, Anna Löffler hier, der Local Hero. Macht einen von zwei. Ja, der Angriff der Freiburger Eisbügel ist irgendwie ins Stocken geraten. Er läuft sich fest immer wieder da. Diese Drives zum Korb, die sie noch im ersten Viertel erfolgreich durchgezogen haben. Ah, gut so. Der ist gerade so reingestolpert, aber Glück, dass diese schöne Aktion auch belohnt wird. Oh. Da kann man guter Rebound geholt, sehr schön. Ja. Noch ein kleines Polster hier rausspielen für die Angels zur Halbzeit.
Sehr schön. Der Daub ist auch schon mit dem zweiten. Randy Beasley noch ohne Punkte. Darf jetzt vor der Halbzeit nochmal vielleicht da was drauflegen auf ihr persönliches Konto. Ja, der ist schon wieder nicht drin, der Freiwurf. Ist, da lassen wir echt viel liegen im Moment. Oh, ich wollte jetzt gerade in der Swish-App mal nachschauen, was so die Quoten machen, aber irgendwie sind wir dann noch im ersten Viertel stehen geblieben bei 4:15. Dabei steht es auch mittlerweile 46:39. Ja, also aus einem 10-Punkte-Rückstand eine 7-Punkte-Führung zu machen in einer Halbzeit ist jetzt nein, im Viertel meinst du? Ja, ja. Danny McRae jetzt mit ihrem dritten Foul. Ja, ist ein interessantes, sehr athletisches Matchup, was wir da ab und zu sehen. Aber da ist wirklich Winfield, habe ich da, richtig ein starker Gegner heute. Ja, und ein starker Gegner ist heute auf die Freiwurflinie. Bei beiden Mannschaften läuft das irgendwie nicht so ganz so gut. So, vorletzter Angriff. Ja, vielleicht, wenn wir es schnell machen, können wir noch einen bekommen. Ja, hat sie gut gemacht. Ah! Wir sind unglücklich in der ersten Halbzeit. Rusa Litoranta. Oh. Ja, also Regie, da hätte ich. Ja. Na, da gucken wir mal. Ich dachte wirklich, die. Die ist gefault worden, aber. Immerhin gibt es so nochmal einen Angriff, den letzten dann für die eigenen Angels. 41-46. Da kommt nochmal der Dreierschütze. Ja, da ist der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter leider genau davor. Das gibt's. Aber zeigt doch nur, was er für einen guten Blick auf die Szene hat. Zehn Sekunden in der letzten, in der... Ja, muss Andy alleine machen. So. Ja. Da haben wir noch vor den Spielerinnen noch da, also alles gut, ne? Also, Danny, du musst noch auf den roten Knopf drücken, dann hört man dich draußen auch. Ja, man muss das nicht immer... So, weiter geht's, zweite Halbzeit. Ja, die, das zweite Viertel für die Angels großartig gelaufen. Solide Dreierquote, ich glaube 47%. Eine erste Halbzeit, die für beide Mannschaften ein Viertel hatte, was gut war und eins, was schlecht war. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht mit dieser Viertelverteilung. Okay, so, und dann gleich mal das End-One-Play. Unser Problemviertel haben wir ja begraben, also von daher müssen wir uns keine Sorgen machen. Und irgendjemand hat in der Halbzeit die Klatschpappen gefunden. Oh, sehr schön. Mit einer richtig gute Entscheidung getroffen. Ja, Erica Davenport ist hier heute auf dem Weg zum Double-Double. Hatte zur Halbzeit 14 Punkte und 7 Rebounds. Und hat jetzt der 9 schon.
Wow, Erika, sehr schön. Holt sich hier einen Rebound und legt ihn wieder um das Brett durch. Richtig schön in die Reuse. Hände hoch, Hände raus. Oh. Ah, da war viel Kontakt hier beim Ballvertrag. Das war vielleicht eine Entscheidung von Eddie Wixner, die nicht so optimal war. Sehr schön gemacht. Also irgendwie so ein Speed-Konter, da hat Lisa nicht damit gerechnet. Dreier-Schütze in der Liga schlägt wieder zu. Das war auch ein schöner Fast Break hier abgeschlossen. Schnell den Ball nach vorne. Vielleicht haben wir hier noch eine Überzahl. Überzahl. Nein. Nicole Brauchl jetzt winkt da schon wieder. Boah. Der war etwas wild. Der auch, aber der ist drin. Starke Antwort. Schöner da erster Schritt von Nicole Rollitz. So, Erika Dempfert hat, glaube ich, jetzt ihr Double-Double schon voll gemacht und darf dann erstmal auf die Bank. Und Jenny McCray mit ihren drei Fouls ist wieder mit dabei. Ah, schade! Hätte ich cool gefunden. Ja, setzt sich da schon wieder ab, Nicole Brauchl jetzt unten links. Jetzt geht es wirklich runter hin und her, wenig Pausen. Oh, der ist zu weit. Ah, Danny McRae ist da vorsichtig, will nicht schon früh. Ja, war clever, soll sie ruhig weglassen beim Rebound, da nicht irgendwie einen Foul riskieren, völlig unnötig. Erika Davenport kommt zurück für Lisa Berthold. Ah, da sind zwei raus zum Ball. Und slippt der Center in die Mitte, einfacher Korbleger. Wieder Baseline-Einwurf, der was für uns gewesen wäre. Ja, die Baseline-Einwürfe von Freiburg, die sind schon ordentlich. Und jetzt Andrea Wixner da schon wieder mit einer schlechten Entscheidung. Danny, meine Güte. Oh, und Nicole Brauchl jetzt bekommt Schrittfehler, come on. Schritte waren vorn faul. Kann ich da nochmal das Replay sehen? Ja, bitte. Ja, Freiburg wieder dran mit auf zwei. Ja, du hast doch jetzt schnell gegangen. Du hast doch jetzt nicht gedacht, dass die sie sagen. Nein, also natürlich nicht, aber zunächst aus der Halbzeit raus sah es so aus, als würden die Angels da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Und jetzt ist hier doch ein kleiner Mini-Bruch drin. Ja, Bruch kann man sagen. Oh, nicht. Oh, da Witzler, viel Glück gehabt. Also Erika, den Handwechsel hinterm Körper. Ja, das sind vier schwarze Eisvögel. Ja, hatte sie aber machen können. Oh, wieder mit dem Dreier. Ja, ich meinte eher zwecks Rebound. Ne? Da waren vier gegen einen. Schöner Pass.
Ja, das sind ja auch, das ist so der Endwichser-Pässe. Das letzte Mal hat sie den über das ganze Spielfeld gespielt. Ja, aus dem Handgelenk. Gut so. Ich hatte jetzt drauf gewartet, dass Nicole Brochlitz an der Linie abstoppt und ein Dreier wird. Ja, bei den Eisvögeln jetzt Daub und Soltau schon mit 3 Fouls. Ja, aber ein guter Player kann das auch von der Linie. Ja, da schnell das Visier umstellen, von weit auf kurz. Ja. Zum Dank kriegt sie ein Päuschen. Ja, die Angels schon mit 4 Spielerinnen, die zweistellig gepunktet haben. Bei den Eisflügeln sind es 2. Anna Löffler ist wieder auf dem Spielfeld. Dafür hat, glaube ich, Nicole eine Pause bekommen. Ja. Ne? Das ist jetzt das vierte Foul. Das ist definitiv das vierte. Lisa Berthold kommt gleich da zurück. Da kommt der Wechsel, ja. Da kriegt Anna Löffler nochmal eine extra Coaching-Session. Ja, ich glaube, er hat ihr mitgeteilt, sie muss schauen, dass sie die Mitte zulässt. Das ist ihr nämlich gerade nicht geglückt und so ist dieses Foul entstanden letztendlich. Auf der Linie gestanden. Ui. Da war die die Defense der Angels noch reichlich unsortiert und die Eisvögel mit dem passenden Schrein drauf. Das, was die Eisvögel im ersten Viertel so erfolgreich gemacht haben, dieses Druck über das ganze Spielfeld, dieses Doppeln, das sehen wir jetzt fast gar nicht mehr. Ja, was wir heute leider auch nicht sehen, die starken Vorstellungen der letzten Wochen von Brandy. Ich weiß, die war auch, glaube ich, ein bisschen angeschlagen. Oh, der war schwer. Oh, Danny, da ist sie wieder. Ja. Das war eine starke Vorstellung von Randy Beasley. Oh, und Erika Davenport da. Gut verteidigt gegen die viel größere Soltau, ja. Ja, das Soltau ist aber deutlich schmaler. Ah. Spielt 1 gegen 1, sie wird werfen, schätze ich. Oder sie lässt werfen und das kann Reed. Ah! Starke Schützin. Ich glaube, das war schon ihr dritter. Ja, Reed steht auch schon bei 17 Punkten. Okay, ah, komm. Wollte sie einen Offensiv-Foul ziehen hier, Winfield, aber es hat nicht geklappt, glücklicherweise, weil
Da war schon Kontakt da. Oh. Da sehen wir nochmal Davenport bei dem Layup gerade. Den Angels kommen für Brandy Beasley und Anna Löffler. Brochlitz und Letteralta. Ah, Solter vorhin ohne Fortune von der Linie. Diesmal läuft es besser. Zweiter geht daneben. Hart verteidigt da von Freiburg. Hart und vor allem erfolgreich. Oh, da lässt Pauline Meyer aber Nicole Brochlitz mal stehen. Ja. Lisa Berthold, reicht's? Wenn wir schon kein Rebound holen, dann... Ich glaube, das Foul gehört dann Nicole. Aber es gibt trotzdem Linie. Freiwürfe, ja. Fünftes Teamfoul, 1,37 noch zu spielen. Schraubt sie die Quote von der Freiwurflinie nach oben für Freiburg. Guck, und da ist wieder die Ganzfeldpresse, die im ersten Viertel, dieses gute erste Viertel für Freiburg möglich gemacht hat. Schöner Pass. Ja, sehr gut. Haben wir bisher noch nicht eingestreut. War Freiburg total überrascht. Geht auch mal einfach. Da ist der Schütze. Achtung. Das. Ah, Erika, das ist ein bisschen zu viel hier. Okay, hier zweites Foul. Ist kein Problem. Leonie Kambach haben wir lange nicht gesehen. Ja, immer nur zum Beginn des Spiels. Zum Starting Five. Beginn der zweiten Halbzeit, ja. Erika Davenport mit dem Rebound und jetzt. Ja, ich glaube, da sitzt er am Boden. Da sitzt er am Boden und man sieht so, dass es sich so denkt, so, ja, das wurde ja, aber auch mal Zeit, dass du das pfeifst. War vielleicht nicht so das ganz normale Foul, auch wenn es so harmlos aussah, aber ich glaube, dass die nach dem Spiel. Keinen mehr trinken. Kein Trinken zusammen. Kein Weihnachtspunsch. Ich
glaube, eines können wir mit relativer Sicherheit sagen. Erika Davenport hat ihre Erkältung gut überstanden. 20 Punkte, gefühlte 10 Elf Rebounds. Ja, ich glaube, dass sie schon jetzt ein bisschen müde ist und kaputt ist, zumindest macht ihre Körpersprache ja, und auch den Eindruck, ja, das, was sie aufs ist auch verständlich. Oh, Pauline Meyer mit dem weiten Dreier und der schießt. Gut verteidigt hier wieder. So, was macht Freiburg? Ja, auch jetzt haben wir Gleichstand. Oh, da wird sie noch gefoult. 2,2 Sekunden vor Schluss. Ja, ich glaube, so die erste Offensivaktion heute von Rusale Toranta ist noch nicht auf dem Scoreboard aufgetaucht heute an Punkten. Aber den einen oder anderen Assist würde ich hier zuschreiben wollen. Ja, würdest du wollen? Ja, ich kann ja nichts zuschreiben, aber. Aber Freiwürfe ist, also sie ist ja eine Schützin, sie kann. So, sie schickt jetzt Anna Löffler schon mal nach hinten, weil es sind noch 2,2 Sekunden. Ja, ich glaube, da wird hier nochmal eine Presse aufgebaut. Oder was machen wir da? Der war gar nicht so schlecht. Ein Mini. Ja. Außenrum brauchst. Auf ins letzte Viertel. Jetzt. Gut so. Da war Kapitza einfach größer, länger, schneller. Ich habe jetzt schon gedacht, es ist einfach ein Altersklassenunterschied. Hast du gemeint, der geht nochmal. Der geht wieder rein. Ja, Pauline Meyer kann ja schon den einen oder anderen Dreier ins Nest legen. Also auch ja, wenn wir nicht Ostern haben. Aber oh, was ist das denn für Wasser? Das ist Freiburg-Ball? Nein. Ja, Meyer hat ihn raus. Ja. Anna Löffler für Avery Davenport. Oh, der Baseline-Einwurf. Ja. Gut so, Erika. Okay, ist das Nummer 4 von Soltau? Ja, aber es war die 21 und nicht die 12, liebe Danny. Oh. Und das ist der erste, ja, das erste für ein klein Kapitän. Wenig verwechselt, ja, die sehen sich aber ja, ähnlich. Ja, 21, ne? Und 12, das kann man schon mal verwechseln. Auf jeden Fall hat der Baseline-Einwurf diesmal deutlich besser geklappt. Da hatte irgendjemand seine Finger dazwischen. Das war Nicole Bronlitz, hat sie gut aufgepasst. Oh, der ist schwer, aber der ist gut. Aus vollem Lauf, Mitteldistanz. Nachdem der Schütze hier gerade schon mal in die falsche Richtung einwirft, hat er gerade extra nochmal nachgedacht.
Ah, da ist es sehr eng geworden gerade unter dem Angels Kopf. Ja, ich glaube, da ist auch am Finger-Aimbogen irgendwas bei Lisa im Gesicht gelandet. Die musste sich hier gerade kurz schütteln. Ah. Ja. So. Oh, schade, Nicole. Der Player wäre auch freigestanden auf dem rechten Flügel. Player stand links, rechts drüben, ja. Oh, Nicole Brochlitz mit dem Rebound gegen Kapitza. Die kleinste, wahrscheinlich die kleinste gegen. So, dafür Lisa Berto. Die Nicole ist eine geile Wusch, ich sag's dir. Ja, was ist das? Nicht lang nachdenken, wenig Zeit, Leute, Ball zu mir schießen. Echt stark. Ja. Kriegt ihr ein Like von dir sozusagen? Hier, ja, ein Riesen. Oh, Münner, auch ein Dreier. So, und Nicole Brochlitz, Boxer aus gegen Kapitz. Sehr schön. So, die Angels drücken hier gerade mal aufs Gaspedal ein bisschen. Oh, Mena Paunovic mit dem schönen Anspiel. Sieht komisch aus, jetzt Rebound, sehr gut. Oh, come on! Schade. Schade. Gut verteidigt. Ja. Hat sie den Ball noch nicht mehr rausbekommen mit der Paunovic. Und Freiburg bekommt eins mit B-Mannschaft. Das habe ich nicht gesagt. Ich will das hier nochmal betonen. Ah, schön, Lufer. Ja, der ist aber nicht drin. So schön war das jetzt nicht. Nein, aber es war ein gutes Play. Ja, der Ball ist gut gelaufen, aber jetzt ist Köpfchen gefragt und können. Ja, und der Basketball-IQ. Nein, diese verflixten Schrittfehler. Aber wir haben heute noch kaum einen Tritt ins Aus gesehen. Das ist, ja, wegen den neuen Linien. Ah, dieses Mismatch hier immer, da ist so ein Größenunterschied, aber gegen Erika wird sie sich... Das ist Brandy Beasley, glaube ich, was du meinst. Ja, aber sie hatte den Ball... Oh, oh, schönes Ding, wichtiges Ding für Freiburg. Ja. Jetzt noch mit 5 hinten liegen und bei den Angels kommt gleich Danny McRae zurück, die mit 4 Fouls belastet ist. Na, ah, da wird sie auch abgeräumt. Da wird es einfach dunkel, da heißt nicht so lange liegen bleiben, junge Dame. Ja. Aufstehen, der Wecker hat geklingelt. Oh. So. Da war doch. Nicole sollte es gewesen sein. Ich glaube, die hat da nicht hingefasst. Ich glaube, die kam da gar nicht. Klar, wer war doch außer Nicole, die man in der Nick ging. Ja, ja, aber ihre Reaktion nach hat sie auch wirklich keinen Foul gemacht, aber das heißt. Ja gut, vielleicht hat sie sich auch darüber geärgert, dass sie da alleine gegen Reed gestanden ist, die schneller und größer ist. So, pünktlich zur Crunchtime kommt bei Freiburg auch die Freiwurfquote wieder zurück.
In Teilen. Lisa Nufer mit dem dritten. Ja, der Fehler ist schon vorher gemacht worden, dass die Baseline auf war. Ja. Ja, sehr schön. Das ist der Vorteil, wenn du klein und flink bist. Du kannst dich einfach mal davon spielen. Jumpball, Einwurf, Freiburg. Freiburg, jawohl. Da bleibt er leider, aber jetzt wird es langsam spannend. Ja, und warum in dieser Halle dann jetzt einfach Totenstille ist, als würden wir Freiwürfe werfen, das werde ich meinen Lebtag nicht verstehen. Vorsicht, da hat natürlich Daniel McRae hat da die vier Fouls, aber hat sich hier gut geschlagen. Trotzdem zwei Punkte wieder für Freiburg. Oh. Wieder so ein schöner Pass. Block gestellt von Erika. Cooles Play. Dixon der Brochlitz ist schon so ein dynamisches Duo, ne? Ja. Wo ist das Foul jetzt von Nicole? Matzi ist auch überhaupt nicht einverstanden. Heute ja, vor allem, weil irgendwie... Er pfeift das Gefühl erst dann, als der Pass nicht ankam. Und die ganze Zeit, also... So, bei den Angels sind jetzt zwei Spielerinnen mit vier Fouls. Es ist natürlich jetzt eine Hypothek für die letzten 3:41. Ja, ei, ei, ei. Eins gegen eins. Ja, und zwar gegen die eine mit vier Fouls. Oh, ei. Das war schön und schnell, aber... Einwurf der Angels. Also die Mädels da unten, die Damen, die werden heute Abend auch wissen, was sie geleistet haben. Und bei dem Kalorienverbrauch kann man auch noch eine Scheibe Plätzchen essen, ja. Plätzchen mehr essen. Möchte Brandy einen Screen und dann spielt sie 1 gegen 1 oder oh, das sieht gut aus. Ja, immerhin keine Punkte, aber immerhin viel Zeit von der Uhr genommen. Das wird jetzt langsam auch wichtig. Da doppeln sie Soltau. Oh, das ist ja natürlich gefundenes Fressen und Auszeit. Ja. Kapitzer und Soltau sind es, glaube ich, gerade. Wieder 1 gegen 1, nein. Oh ja, das ist jetzt das dritte für Davenport, das ist in Ordnung. Und wir sind gleich bei der 2-Minuten-Marke. Leute, ist das wieder spannend heute. 2-Minute-Warning jetzt sozusagen. Ja. Yep.
Ich sehe auch in der Halle schon vereinzelt Leute stehen, die vor Spannung nicht mehr auf den Sitzen halten. Und Soltau hat, müsste man irgendwie mal rausfinden, was die so im Durchschnitt wird. Ah, macht einen von zwei. Damit sind es plus drei für die Angels, bei noch zwei Minuten zu spielen. Oh. Sehr gut. Ja. Haben wir eine gute Schützin an der Linie. Ja, und vor allem hatten wir da unfassbares Glück. Annie Wixner stolpert, da ist schon am Boden, ja. Und irgendwie kriegt sie den Ball noch zu Lisa Berthold. Das war eigentlich so ein No-Look-Pass, weil sie hat sie gar nicht gesehen. Sie stand eh eigentlich hinter ihr. Oh, da ist er. War das ist, glaube ich, der erste Freiwurf hier für sie heute Abend. Da war das Visier noch nicht eingestellt. Ja. Der zweite Pass. Papa Mama Berthold sehe ich gerade da oben jetzt im kompletten Angels-Trikot. Im One-See sozusagen. Ja, richtig. Sind auch schon sehr zappelig und. Oh, der ist schwer, aber. Oh, die Bahn bei den Angels. Oh, Vorsicht. So, Halle steht auf, Jenny steht auch auf. Ah, Leute, das ist was für mich. Heidi Witzka war der eisekalt von Danny McRae. Der sagt da ihr jetzt aber sehr genau, wo sie zu stehen hat. Ja, aber das ist doch nicht die Mittellinie, sorry. Oh, schwerer Ball dafür, Schraub. Eine Minute bricht im Moment an. Eigentlich haben 8 wir Sekunden ja noch für den Angriff. Ja. Jetzt Punkte und wir können hier mal den Deckel in die Hand nehmen. Oh, Wahnsinn! Acht Punkte ist jetzt schon wirklich eine Menge. Und wir machen. Ah, ja, es gibt Freiwürfe. Reed geht an die Linie. Zweites persönliche Fan, ja, Wichsel. So, ich glaube, hier kommt eine. Eine Auszeit, wolltest du sagen? Ja, du hast mit der ganz viel Presse gerechnet. Ich glaube, der Ja, ich habe schon gedacht, so spielt sie nicht. Oder sie macht ein. Oh, come on! Einwurf weit, Einwurf schwarz, Einwurf Eisvögel. Ja, 33,6 noch. Bitte kein Tee beim Einwurf riskieren. Enya Wichse steht da extra weit weg. Gut so. Ich glaube, die Freiburger Bank kann nicht fassen, dass da. Ja. Oh, wir waren dabei. Sollte man Reed mal Defense machen. Ah. Ja, 8 Punkte. Okay. Dass Annie Wixner da nicht einen Foul gepfiffen bekommen hat, hat die Freiburger Bank gerade sehr echauffiert. Ja. Aber Freiburg hatte auch noch einen Foul zu geben. Wir haben jetzt erst 4 Foul. Daub mit dem 4. 5 Punkte noch. 13,5 Sekunden zu spielen. Vorsicht. Oh, schönes Ding von Daub.
Dreier noch. Aber Spiel ist aus.